So, guten Tag, ich begrüße Sie zu einem neuen Video. Uranaktien, so investieren die Profis. Im Teil 1 ging es ja darum, warum Uran jetzt gerade so eine gute Gelegenheit ist, darin zu investieren. Und heute wollen wir uns mal konkret die Aktien anschauen, und zwar gemäß verschiedenen Experten, zum Beispiel John Quakes, absoluter Experte auf dem Uranmarkt, und dann natürlich auch vor allen Dingen, was Sprott macht, Rick Rule. Und Sprott ist besonders wichtig für den Uranmarkt, weil die sind vor kurzem, wurde klar, dass die drin sind im Uranmarkt, weil sie haben die Uranium Participation Corporation übernommen Anfang Mai. Und dieser Move von Sprott in den Uranmarkt, der ist sehr wichtig. Das verstehen viele Leute hierzulande nicht, weil Sprott managt zum Beispiel 12 Milliarden in verschiedenen Commodity Funds, also Rohstofffunds. Zum Beispiel sind die auch beim Silber sehr aktiv, und der Uranmarkt ist klein. Und Sprott trägt es da ähnlich wie beim Silber Squeeze dazu bei, dass die Nachfrage noch steigt. Die Nachfrage ist eh schon hoch, weil die ganzen Kernkraftwerke die ganzen letzten Jahre seit 2011 nach Fukushima es nicht mehr so nötig hatten, ihre langlaufenden Verträge zu verlängern. Und jetzt kommt da definitiv noch mehr Druck in den Kessel, sage ich mal. Und verschiedene Kollegen sagen, der Preis wird dahin steigen, wo Sprott ihn haben will, also der Uranpreis. Und das treibt natürlich dann auch die Aktien hoch, diese steigende Nachfrage. Und welche Aktien man da jetzt kaufen könnte und wie da die Profis investieren, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und zwar werden wir schauen auf die fundamentalen Kennzahlen. Hier habe ich so eine Tabelle ausgegraben und für Sie aufbereitet. Dann schauen wir auf das Portfolio von John Quakes. Wir schauen rein, was in einem normalen ETF enthalten ist. Und wir schauen auch nach 6 aussichtsreichen Aktien gemäß Rick Rule, der für Sprott arbeitet. Ganz wichtig zuerst, die Marktkapitalisierung aller Uranaktien beträgt im Moment 26 Milliarden US-Dollar. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, zum Beispiel der Dogecoin, diese Spaß-Kryptowährung, ist zum Beispiel 3-mal so viel wert. Und hier habe ich jetzt mal zum Beispiel SAP genommen, eine große deutsche Aktie. Die ist 132 Milliarden wert, also ungefähr 5-mal so viel wie der gesamte Uranmarkt. Und ganz wichtig, die Uranaktien haben stark gelitten. Von 2011 bis heute hat sich der ganze Uranmarkt ungefähr geviertelt. Von 300 bis 400 sind jetzt noch 66 Aktien übrig am Kapitalmarkt oder sogar gefünftelt. Das heißt, wir reden hier von einem sehr kleinen Markt, der jahrelang gelitten hat und bei dem es jetzt zu einer Aufholjagd kommen könnte. Und diese Aufholjagd sehen wir hier zum Beispiel. Die Preisanstiege seit 25. November 2020 in verschiedenen Uranaktien. Also wie gerade gezeigt, es gibt ja insgesamt nur 66. Das heißt, hier sehen wir vielleicht so ein Drittel davon oder ein bisschen mehr. Und wir sehen hier Preisanstiege seit November zwischen 10% bis 400%. Und verschiedene Aktien werden wir jetzt auch gleich nochmal beleuchten. Zum Beispiel eine Global Atomic, finde ich ziemlich interessant. Bannerman Resources, da sind sehr prominente Namen drin. Und, aber natürlich, das ist hier nur ein Beispiel, wie Aktien gestiegen sind. Und wir versuchen jetzt mal ein bisschen mehr Überblick zu bekommen. Das erste ist, man kann so eine Software nutzen wie Taipan und da Listen erzeugen. Das habe ich hier mal gemacht. Ich habe einen Katalog angelegt und 18 Uranaktien da reinsortiert. Und wenn man die einfach mal sortiert nach Marktkapitalisierung, das habe ich hier gemacht, dann ist ganz wichtig, dass man, wenn man den Uranmarkt betrachtet, 2 Aktien sind die größten mit Abstand. Und das ist einmal diese Cameco in Kanada, die halt sehr, sehr wichtig ist in der westlichen Welt, weil da gibt es nicht so viele gute Vorkommen. Die größten Vorkommen weltweit, die man am leichtesten ausbeuten kann, liegen in Kasachstan. Und da gibt es die Kasatomprom. In die kann man auch investieren über GDRs. Also hier sind die ganzen Wertpapierkennnummern. Und diese 2, also die kanadische Cameco und die Kasatomprom, die zusammen machen 50% der Marktkapitalisierung dieser
aller Uranaktien aus. Wie gesagt, Sie erinnern sich noch, 26 Milliarden, die zusammen machen ungefähr 13 Milliarden aus. Und dann kommt so eine zweite Generation, noch zwischen 500 Millionen und einer Milliarde. Next Gen Energy, Denison Uranium Energy und wie die alle heißen. Und dann werden die immer kleiner und je kleiner die Firmen werden, desto riskanter sind die natürlich und umso mehr sollte man sich auskennen, wenn man in die investiert. Und hier sind so die meisten aus Kanada, weil die sind halt alle an der Börse gelistet. Tatsächlich ist Nordamerika aber nicht der größte Produzent von Uran, sondern eher der größte Konsument. Und die größten Produzenten sind eigentlich die Kasachen mit der Kasatomprom, gefolgt dann vielleicht von der Cameco. So, wenn wir mal schauen, wie ein Uran-ETF sich aufstellt, zum Beispiel dieser Global X Uran-ETF, den kann man in Deutschland kaufen, dann hat man einfach den gesamten Uranmarkt. Und bei denen ist zum Beispiel Kanada mit 43% vertreten, einfach weil da die meisten Unternehmen an der Börse gelistet sind. Und dann kommt Kasachstan mit 23,6%. Und das ist eigentlich im Endeffekt Kasatomprom, gefolgt von einigen anderen. Zum Beispiel die Australier sind noch wichtig. Aber wichtiger sind mir jetzt erstmal die Firmen. Wir machen mal einen Blick auf die Firmen, was in so einem Uran-ETF drin ist. Und dann sehen wir wieder, so wie vorhin, das ist ganz wichtig, dass Sie das wissen. Cameco und Kasatomprom machen die Hälfte des Marktes und die sind also auch, wenn Sie den ETF kaufen, sind Sie zur Hälfte auch in Cameco und Kasatomprom investiert und dann mit dem Rest Ihres Geldes in einigen anderen, zum Beispiel NextGen, Denison, Paladin sind auch prominente Namen und dann wird es dann immer kleiner. Jetzt kann man mal den ganzen Uranmarkt fundamental betrachten. Und mir ist wichtig, das zu sortieren. Das haben Sie vielleicht schon gesehen. Also ganz oben ist Kasatomprom wieder und Cameco, weil das einfach die größten sind. Und das sind Produzenten hier. Und wir können das Ganze sortieren in Produzenten, Entwickler, Developers hier und Explorer. Also Explorer sind die, die erst noch nach Uran suchen. Und erst suchen die nach Uran, dann entwickeln sie eine Mine und am Ende produzieren sie. Und die sind schon in der Produktion. Und dieser ganze Prozess kann bestimmt, kann mehrere Jahre auf jeden Fall dauern. Das hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel Infrastruktur, in welchem Land die Mine liegt, was für Genehmigungen die brauchen und so weiter und so fort, wie schwer das abzubauen ist. Und so viele Faktoren sind das. Und je weiter oben man kommt, desto mehr bewegt man sich auf sicherem Territorium, weil das sind halt Produzenten. Wobei wir reden hier vom Uranmarkt und der ist hochriskant, aber dazu am Ende der Disclaimer. Fangen wir mal ganz oben an und schauen mal, was in dieser Tabelle drin steht. Also links sind einfach die ganzen Aktien und da ist schon mal wichtig der Aktienkurs in Dollar. Da sehen wir halt auch viele Penny Stocks, zum Beispiel so eine Paladin oder Energy Resources. Viele Aktien sind halt, wie gesagt, haben stark gelitten unter diesem Bärmarkt die letzten 10 Jahre und die Preise sind gefallen. Und natürlich so 13 Cent Aktien sind hochriskant, das sind ja wirklich Penny Stocks. Aber worauf wir jetzt mal schauen wollen, sind die fundamentalen Kennzahlen und zwar vor allen Dingen diese Spalte hier. Die setzt sich zusammen aus dem gesamten Unternehmenswert, den sieht man hier. Also wieder die großen hier, Kasatomprom aus Kasachstan und Cameco. Die haben je 7 Milliarden hier Börsenwert. Und dann wird es immer kleiner. Und wichtig ist, wie viele Ressourcen haben die, also wie viele Reserven an Uran. Und da sehen wir hier halt wieder natürlich Kasatomprom und Cameco mit ganz vielen Reserven. Dazu ist noch zu sagen, dass Kasatomprom in Kasachstan natürlich auch noch mehr Möglichkeiten hat als Cameco, seine Produktion auszuweiten in Zukunft, weil da sind die Vorkommen liegen da viel näher an der Oberfläche und das Land ist noch nicht so erschlossen und ausgebeutet, wie es in Kanada ist. Bei Cameco zum Beispiel habe ich irgendwo gelesen, dass denen ihre Vorkommen eigentlich 2030 ausgebeutet sein sollten. Und die sind im Moment zum Beispiel auch dabei,
zu kaufen am Markt, weil sie auch nicht immer unbedingt liefern wollen und nicht immer unbedingt liefern müssen, sind im Moment auch Einkäufer am Uranmarkt. Also da passiert einiges auch hinter den Kulissen, was auch sehr bullisch sein könnte für das Uran selbst. Aber bleiben wir bei dieser Tabelle. Also wenn man jetzt diesen Firmenwert teilt durch die Reserven, dann kommt man auf diese Kennzahl. Und natürlich, je kleiner das ist, umso günstiger ist die Firma. Und es ist logisch, dass diese großen Firmen höher bewertet sind, weil da hat man weniger Risiken. Interessant sind dann zum Beispiel so Firmen wie Energy Resources oder wenn wir hier runterschauen, Global Atomic, die sind niedriger bewertet. Aber das hat halt auch seinen Grund. Zum Beispiel Global Atomic operiert im Niger. Da sind die Verhältnisse nicht so gut. Und zum anderen ist das in dieser Tabelle auch noch als Developer, also als Entwickler eingestuft. Global Atomic produziert aber auch schon Uran. Und bei dieser Aktie hier zum Beispiel ist es so, das ist natürlich ein Penny Stock. Also so ist diese Tabelle zu lesen. Das können Sie sich dann mal in Ruhe anschauen, wenn Sie dieses Video anhalten. Und ganz rechts, das ist noch auch interessant, der Preis dividiert durch Net Asset Value. Also der Kurs, das ist so eine Art Kurs-Buchwert-Verhältnis. Auch hier ist es so, je kleiner diese Zahl ist, desto niedriger ist die Aktie bewertet. Und wenn wir jetzt weiter runtergehen in der Tabelle, dann sehen wir, dann wird es mit diesen Kennzahlen und auch mit diesen immer dünner, weil es da immer riskanter wird. Und da will ich jetzt aber nicht so drauf eingehen, sondern nur ganz unten noch. Da steht halt Inventory Funds, also wirklich Firmen, die investieren in Uran. Das ist ja nicht ganz einfach. Und da gibt es vor allen Dingen die Yellow Cake. Die sind auch an der Börse notiert. Da kann man direkt in Uran investieren. Die kaufen einfach immer ein wenig Uran und lagern das. Und dann gibt es die Uranium Participation Corporation. Und die ganze Zeit hat sich die ganze Branche gefragt, warum der Sprott Fund am Uranmarkt nichts macht. Weil Sie erinnern sich vielleicht, vor einem Jahr hatte ich schon mein erstes Uran-Video. Habe auf diese Chance hingewiesen im Uranmarkt, auf Cameco. Und in dem ganzen Jahr gab es schon deutliche Kurssteigerungen und die Industrie hat sich gewundert, wo bleibt eigentlich Sprott? Und jetzt wissen wir, dass Sprott eigentlich schon über Uranium Participation schon aktiv war am Markt. Und jetzt haben sie da einen größeren Anteil von denen übernommen und sind quasi jetzt hier drin. So, und dann schauen wir auch mal, was Rick Rule sagt, welches für ihn aussichtsreiche Uranaktien sind. Rick Rule, der war jahrelang der CEO, also der Boss von Sprott, und er ist jetzt zurückgetreten, ist aber noch in beratender Tätigkeit da. Und seine Meinung ist sehr wichtig, weil er ist absoluter Rohstoffexperte und auch absoluter Uranexperte. Und ich habe das ein wenig zusammengefasst aus verschiedenen Quellen, wie er verschiedene Aktien beurteilt. Wie gesagt, alles keine Anlageempfehlung. Aber ich habe einfach zusammengefasst, was er sagt. Da fangen wir mal an bei der Cameco, weil zur Erinnerung, das ist eine der beiden großen, also Cameco und Cas Atomprom. Das sind die beiden, die, wie gesagt, den halben Uranmarkt dominieren. Und deswegen schauen wir die als erstes an. Cameco, sehr solide, ein großes Schiff, ist meistens die größte Position in ETFs und hat geringe politische Risiken. Also wenn man in die investiert, da hat man quasi einen großen Teil des Uranmarktes abgedeckt. Aber die ist natürlich jetzt auch, wenn man hier mal sieht, vom Chart her 2008, wie die gestiegen ist. Und dann ist sie relativ seitwärts gelaufen. Ich wollte sagen, die ist im Vergleich zu anderen natürlich auch relativ langweilig. Wenn man überhaupt den Markt als langweilig bezeichnen kann, weil selbst die Cameco hat damals von 2 auf 30 Euro sich ver-15-facht und auch hier nochmal verdreifacht bis 2011, bevor diese in diesem jahrelangen Seitwärtsmarkt nicht so stark gelitten hat wie die Kleinen, weil die einfach groß genug war und die Größten überleben solche Märkte am besten. Sowas sind natürlich auch immer Chancen für so große Firmen, weil die können dann günstig einkaufen und Cameco hat das eigentlich ziemlich gut gemanagt und hat hier drei
klare Plus von Rick Rule. Dann kommen wir zu Kazatomprom, dem Gegenspieler aus Kasachstan. Die haben die größten Vorkommen, 40% der Welt ungefähr. Sie haben sehr geringe Produktionskosten und sie haben auch eine große Position in ETFs. Der kleine Nachteil dabei ist, es handelt sich hier um Kasachstan. Man hat hier politische Risiken zu berücksichtigen und auch vom Handel her sieht man hier von den Kursen, das ist nicht ganz so liquide wie eine Cameco. Aber auf jeden Fall von Rick Rule als ein absoluter Kauf empfohlen. Dann kommen wir zu NextGen Energy. Da sind wir jetzt schon bei einer etwas kleineren Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden. Also die oberen hatten 7 Milliarden, also ungefähr 5-mal kleiner. Und zu NextGen Energy sagt Rick Rule, exzellentes Vorkommen. Es liegt in Nordamerika, hat einen Anteil an ISO Energy auch, was auch eine sehr aussichtsreiche Firma ist. Das sind die positiven Sachen. Aber negativ ist, dass dieses Vorkommen noch etwas unterentwickelt ist und die Infrastruktur fehlt. Und es ist teuer, diese Infrastruktur zu bauen, weil das ist 700 Kilometer weg. Also hier sehen wir halt schon, wo die Risiken auch liegen. Wenn jetzt das Uran richtig steigt, dann ist natürlich auch irgendwo genug Geld da von Investoren, so eine Infrastruktur zu bauen. Und dann wird so eine Aktie noch überproportional steigen. Aber wenn der Uranmarkt, sage ich mal, noch weitere Jahre so dahindümpeln sollte, wie das die letzten paar Jahre war, wonach es jetzt nicht direkt aussieht, dann käme so eine Aktie natürlich auch eher wieder unter Druck, weil die länger braucht, bis sie auch mal Cashflow generieren kann. Dann noch ein Negativpunkt, die wäre Übernahmekandidat, aber chinesische Käufer wurden gerade ausgeschlossen von der kanadischen Regierung. Und deswegen bleibt es eigentlich nur noch Denison und Cameco als mögliche Käufer übrig. Und das nimmt etwas die Übernahmefantasie aus dieser Aktie. Nichtsdestotrotz, wenn Sie hier schauen, die hat sich jetzt schon versechsfacht in einem Jahr ungefähr von dem Tief. Oder zumindest schon mehr als verdoppelt oder verdreifacht von vor der Corona-Krise. Aber schauen wir auf die nächste Aktie, Global Atomic. Das ist auch eine Aktie, die ich persönlich im Depot habe. Auch keine Anlageempfehlung, weil Sie müssen sich über die Risiken hier sehr bewusst sein. Ich fange mal damit an mit den Risiken. Nämlich diese Firma liegt im Niger. Sie hat auch noch in der Türkei, kann sie gewissen Cashflow produzieren, aber der ist eher marginal und ihr Haupterwerb kommt aus dem Niger. Und Niger ist halt ein extrem instabiles Land. Im Endeffekt gibt es da viel Korruption und es ist wirklich schwierig da zu explorieren, wirklich seine Belegschaft auch zu schützen und da Uran abzubauen. Und natürlich ist es auch teuer, weil man muss natürlich auch, sollte auch Sicherheitsvorkehrungen beachten. Und wenn Sie da von einem ethischen Standpunkt aus schauen, ist es natürlich auch bestimmt kritisch und es ist die Frage, wie diese Firma mit ihren Arbeitern umgeht. Das sind alles Negativpunkte. Positivpunkte ist, dass die, oben haben wir gesehen, sehr gut bewertet sind, also viel besser bewertet als zum Beispiel eine Cameco und dass die ein hohes Explorationspotenzial haben und auch relativ schnell in die Produktion gehen können. Also bei denen dauert es nicht mehr so lange. Und wenn man hier den Chart anschaut, ist halt eine typische Momentum-Aktie, die extrem gut gelaufen ist. Dann haben wir als nächstes Denison Mines und da sagt Rick Rule zu, Junior Mine, sehr solide geführt von der Lundin-Familie aus der Schweiz, die hier 20% kontrolliert und ungewöhnlich für eine Junior Mine, die hat auch genug Kapital. Als Nachteil sieht Rick Rule vor allen Dingen, dass sie stark gelaufen ist. Es wird hier nicht so richtig deutlich, wie die sich schon hier verfünf- oder versechsfacht hat. Aber wenn man hier mal zurückguckt, 2011, wo die stand, und Uranbullen gehen ja davon aus, dass im Zuge dieser Lieferknappheit der Kurs auch über dieses 2011 steigen könnte.
Was natürlich noch hier ein kleiner Peak ist, verglichen zu dem, was 2007 schon mal am Markt los war. Also hier sieht Rick Rule auf jeden Fall hohes Potenzial. Aber wie bei allen Aktien, die können natürlich auch sehr stark fallen zwischendrin. Und dann die nächste, Boss Energy, hat auch erstklassige Vorkommen, gute Infrastruktur. Nachteil, die ist schon ziemlich gut gelaufen. Und wenn man die handelt, zum Beispiel via Consors, geht nur in Sydney. Also Sie müssen ja auch denken, Sie gehen jetzt in eine Aktie rein, irgendwann müssen Sie vielleicht aus dieser Aktie wieder raus und dann sind die Kosten und die Handelbarkeit immer ein wichtiger Faktor. Ich habe mir die Aktie gerade heute nochmal angeschaut. Also sie hat hier eine Unterstützung, steht gerade auf der Unterstützung. Sieht eigentlich charttechnisch gerade sehr gut aus. So, und dann schauen wir zu einem absoluten Spezialisten schließlich noch, John Quakes, wie sein Portfolio aussieht als Vergleich dazu. Und das habe ich hier gefunden in Twitter und möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Das John Quakes Portfolio. Also, er hat bei seinen größten Positionen ist keine Cameco und keine Kazatomprom. Das hat mich schon etwas gewundert. Er ist also aggressiver unterwegs. Seine größten Positionen sind Fission Uranium, Energy Fuels, Denison Mines, NextGen Energy und Uranium Energy. Und danach kommt bei ihm Global Atomic und verschiedene andere. Und bei den ganz kleinen hat er hier verschiedene Namen, können Sie sich selber anschauen. Wichtig ist, das geht hier von groß zu klein. Also je weiter es rechts geht, desto mehr sieht er das als Spekulation an und desto riskanter wird es. Und hier sind noch die größten Aktien, die quasi für ihn am vielversprechendsten sind vom Chance-Risiko-Verhältnis her. So, das war im Prinzip mein Video zu den Uranaktien. Ich wollte Sie noch kurz auf mein Seminar hinweisen. Am 16. Oktober findet das statt in Frankfurt am Main. Da werde ich Sie auf jeden Fall kurz zumindest über die aktuellen Entwicklungen am Uranmarkt informieren und über aussichtsreiche Aktien. Insgesamt geht es aber vor allen Dingen darum, um das Thema systematisch Geld anlegen nach verschiedenen Strategien. Und ich schließe dieses Video mit einem Haftungsausschluss, dass das alles keine Anlageempfehlung ist. Uranaktien sind hochriskant. Sie handeln auf eigenes Risiko. Ich kenne Ihre persönliche Situation nicht. Man sieht hier, wie das stark steigen kann auf 10 Euro, aber auch wieder fallen bis auf wenige Cent. Am Beispiel von Denison Mines. Und schauen Sie sich gerne mal in Ruhe diesen Haftungsausschluss an. Der ist jetzt besonders wichtig, weil es hier sehr riskante Aktien sind am Uranmarkt und ich übernehme keine Haftung für mögliche Schäden, die daraus entstehen. Sie sind erwachsen genug und wenn Sie nicht erwachsen sind, dann sollten Sie auch nicht an der Börse operieren. So, vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie weitere Videos sehen wollen, abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Wenn Sie dieses Video gut gefunden haben und wollen, dass es von den Suchmaschinen gefunden wird, geben Sie ihm gerne ein Like. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.